Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie aus unserem Team der syrischen Arbeitsgruppe für Kardiologen in Deutschland zu unserem heutigen fünften Vortrag in der Kardiologie. Nachdem wir im letzten Vortrag den ersten Aspekt der interventionellen Kardiologie, nämlich die koronarinterventionelle Therapie, ausführlich besprochen haben in Form einer Einführung, welche Voraussetzungen und welche Herausforderungen wir haben, werden wir heute den zweiten wichtigen Aspekt der interventionellen Kardiologie gerne präsentieren. Das ist der Aspekt der strukturellen interventionellen Therapie, genauer beschrieben die interventionelle Klappentherapie. Heute begleitet uns Herr Dr. Obeida Azizi, interventioneller Oberarzt für Kardiologie am Knappschaftkrankenhaus der Uniklinik Bochum. Ist ein interventioneller Kardiologe, zertifiziert nach der DGK und Intensivmediziner, hat auch Erfahrung in diesem Bereich und möchte gerne uns heute dieses Thema näher bringen. Nach dem Vortrag werden wir auch gerne reichlich diskutieren und für Ihre oder alle Ihre Fragen gerne beantworten. Obeida, du hast das Wort, bitte schön. Du musst dich aber unmuten. Ton einschalten. So, zweiter Versuch. Funktioniert? Super, vielen Dank. Ja, Anas, vielen lieben Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag heute. Wir haben in dem letzten Vortrag den Weg in interventionelle Kardiologie vorgestellt. Anas hat die Vorlage gemacht. Ich werde jetzt weiter erzählen, dass jemand im Herzkatheterlabor da ist und geht langsam in ein Klappengeschäft. So, Gliederung meines Vortrags. Ich werde erstmal über Voraussetzungen reden. Welche Voraussetzungen brauchen wir vor Klappenintervention? Infrastruktur. Welche Infrastruktur muss da sein? Indikation, Qualität. Klinische Ausbildung, Konzept. Mentor, Proktor. Man braucht sicher jemand dabei sein. Herausforderungen. Welche Herausforderungen haben wir beim Klappenintervention? Kommunikationsmanagement. Wie kann ich mich fortbilden? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und ich werde kurz über die Klappen-WCN erzählen. Für mich, wir fangen jetzt erstmal mit Voraussetzungen. Man muss bereits absolvierte Weiterbildung in interventionelle Kardiologie über mindestens 24 Monate. Das bedeutet eigenständig durchführen von einer Koronarintervention, von normaler Intervention, gegebenenfalls Hochrisikointervention. Man muss nicht sein, man muss nicht interventionelle Kardiologie mit Zusatzbezeichnung, Anwendung eines geeigneten Verschlusssystems und Komplikationsmanagement. Und kommt immer Kommentare. Das kann man zum Beispiel die Hirnchirurgen, die Klappen intervenieren. Aber für mich ist es wirklich sehr wichtig, ist A und O, dass man die Koronarintervention beherrschen kann. Weil das kann sein, dass es irgendwie eine Komplikation kommt beim TAVI-Implantation, Koronarverschlüsse, beim Mitra-Clip, dass man auch die Clips snare, das bedeutet, die Clips ist disloziert, dass man die Clips rausnehmen. Man braucht sicher intensivmedizinische Ausbildung, Kenntnisse von Strategien im Notfallmanagement, Kenntnisse in transthorakalen Echokardiographie, TEE auch, und CT und MRT, zum Beispiel CT-TAVI. Man braucht zum Beispiel vor TAVI als Vorbereitung Diagnostik, dass man eine CT-TAVI macht, dass man die Zugangswege einfach untersucht. Man sagt, ich gehe durch die Leiste, rechte, linke Leiste. Wir werden jetzt in Ruhe auch über alle Vorbereitung Diagnostik auch reden. Man braucht Grundkenntnisse in Schrittmachertherapie. Man braucht auch sicher Fachkundekurses in Strahlenschutz und sicher A und O ist die Leitlinie von der DGK und ESC-Leitlinie. Infrastruktur. Man braucht sicher ein Herzkatheterlabor sein mit geeigneter Luftklasse. Hybrid-OP ist optimal, sicher auch, ist auch vor TAVI. Man braucht auch eine Herzlungenmaschine, aber hier Herzlungenmaschine vor Ort ist nur vor TAVI. Vom Mitra-Clip, Tricuspidal-Clip, man braucht keine Herzlungenmaschine vor Ort. Man braucht eine birinterventionelle Bildgebung mittels TEE, TTEE, 3D-TEE. Das ist auch sehr wichtig vor Tricuspidal-Clip und Mitra-Clip und stirbt langsam beim TAVI-Implantation. Es gibt bis heute, bis dato, Leute machen auch TEE, während die
TAVI-Implantation. Man braucht sicher eine postinterventionelle Weiterbetreuung auf der Intensivstation. Und A und O ist der Herzteam, Heart-Team. Weil, warum brauchen wir Heart-Team? Für unsere Indikationqualität steht auch in dieser neuen Leitlinie fett geschrieben, in der neuen Leitlinie von 2021, die Bedeutung von Heart-Team. Heart-Team besteht aus Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesie. Die sitzen zusammen, die sagen, welche Diagnostik ist gelaufen, was ist die Vorteile vor chirurgischer OP, was ist die Nachteile vor Intervention und andersrum, auch wenn es zum Beispiel Patient wird, das mehr profitieren von Intervention, hat die Vorteile, dass man hier interveniert hat, es hat ein Hochrisiko, Lowrisiko, dass man zusammen diskutiert und danach auch wird das auch Patientenwunsch auch gesehen und danach kommt die letzte Entscheidung durch den Heart-Team und das steht eigentlich fett und groß in der neuen Leitlinie, man liest das hier, dass der Heart-Team muss nicht nur über TAVI, über alle Klammerninterventionen jetzt etabliert werden. Das auch, läuft jetzt auch, aber es gibt auch Krankenhäuser, die sagen, ja, wenn es nutricuspidale klippt, kann man auch durch, man muss immer Heart-Team da sein. So, und man muss auch die echokardiografischen Kriterien beherrschen, weil zum Beispiel, wann sage ich hier, habe ich eine Hochgrad? Ich werde nicht in der Tiefe reingehen. Ich werde versuchen, allgemein über die Karrierenweg zu reden und wir haben einen zweiten und einen dritten Vortrag, ich werde es auch in Ruhe in der Tiefe reingehen. Ich versuche heute allgemein zu reden. Man muss auch die echokardiografischen Kriterien beherrschen. Zum Beispiel, wann sage ich hier, habe ich eine hochgradige Aortenklappenstenose? Man weiß, wir wissen alle, wenn es der Gradient mehr als 40 mmHg geht. Aber kann sein, das habe ich eine Low-Flow-Low-Gradient, hochgradige Aortenklappenstenose. Wie gesagt, ich will jetzt nicht in die Tiefe jetzt reingehen, aber ich rede allgemein, dass man die echokardiografischen Kriterien kennt. Und die aktuelle echokardiografische Kriterien zum Beispiel, steht in der Leitlinie von 2017 beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz, dass die EROA ab 20 ist eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz. EROA, nur kurz, das ist einfach, man misst über die Echokardiographie, die Vena Contracta, Volumen und dann kommt die EROA. Aber steht jetzt in die neue Leitlinie von 2021, größer 40. Deswegen, man muss die aktuelle echokardiographische Kriterien beherrschen. Man braucht Mentor, man braucht Proktor. Das ist auch sehr wichtig für uns, besonders hier in Deutschland, weil wir fehlt bei uns hier eine klare Ausbildungskonzept. Man braucht jemanden, der da ist, der zeigt mir, wie kann ich eine Klappe intervenieren. Es gibt verschiedene Wege. Es ist auch, die Türen sind sicher offen. Wenn jemand lernen will, hat er sicher die Möglichkeit. Nummer eins, jemand in der Klinik da ist, der kann Klappen intervenieren, dann kann mir beibringen. Das auch, wenn ich in einer Maximalversorgungsklinik arbeite, jemand da ist, der kann die Klappen intervenieren. Ich kann auch langsam als Assistenz arbeiten und danach langsam in das Geschäft reingehen. Oder ich arbeite in einer Klinik, die machen eine ganz normale Intervention, die machen keine Klappengeschäft, die haben keine Hybridsaal, die haben keine Hirnchirurgie. Aber trotzdem, ich habe ein paar Patienten, die haben hochgradige Aortenklappenstenose, die haben auch Mitralklappeninsuffizienz, Tricuspidalklappeninsuffizienz. Dann kann ich die Patienten zusammen sammeln. Stelle ich die Patienten in eine Maximalversorgungsklinik oder in eine Uniklinik, gehe ich mit dem Patienten hin und werde ich erstmal als Assistenz arbeiten und langsam bis ich die erste untersuche. Das passiert und das klappt. In Deutschland besonders. Proktor, Nummer 3. Sie haben immer eine Prothese implantiert beim Aortenklappenstenose. Edward-Prothese zum Beispiel oder Medtronic-Prothese. Und Sie wollen andere Prothese implantieren. Es gibt unter Proktor zwei Möglichkeiten. Nummer eins, intern Proktor, dass jemand in der Klinik reinkommt zu ihm und wird ihm zeigen, wie ist die Klappenintervention, wie läuft die Klappenintervention bei Ihnen in der Klinik. Aber Sie brauchen, dass die Infrastruktur bei Ihnen da sind. Und Nummer zwei, extern Proktor. Das bedeutet, Sie gehen woanders hin, lernen Sie die neue Methode und kommen Sie wieder in der Klinik. Es gibt Vorteile, Nachteile. Die Vorteile vor interne Proctoring, dass wenn jemand da ist, dass man nicht nur alleine profitiert, sondern Herzkatheterlaborteam, Pflege, weil irgendwann, wenn die Infrastruktur da ist, sie sollen auch die Kollegen auch können und machen. Und beim internen Proctoring wird das nicht nur Sie profitieren, sondern das gesamte Herzkatheterlaborteam. Beim externen Proctoring, die Vorteile, geht schneller,
und einfacher, Termine und so geht schneller, aber klappt das nicht immer. So, für mich, es gibt immer ein klinisches Ausbildungskonzept vor Klappenintervention. Kann man als auch als 3 Stufen teilen. Stufe Nummer 1, ich meine Ausbildungskonzept von Assistenz bis erster Untersucher. Stufe Nummer 1, dass man grundlegende Voraussetzungen braucht. Indikationsstellung zur Untersuchung. Klärung die Zugangswege. Welche Zugangswege brauche ich hier? Funktioniert, klappt. Kann ich auch transapikale, soll ich hier keine transfemorale TAVI versuchen? Geht hier die Mitraklip überhaupt nicht? Hat der Patient auch Thrombose in der Vene? Wichtige Begleiterkrankung verstehen. Hier bringt überhaupt nicht, dass ich Mitraklip mache. Besondere Untersuchungsmethoden, TAVI-CT, TE-Mitraklip. Ich muss vorher wissen, hier hat der Patient, habe ich eine TAVI-CT gemacht, hat eine hochgradige Aortenklappenstenose und wie Sie alle wissen, wenn man eine Prothese mit einer Aortenklappe implantiere, kann sein, steht das Risiko, dass es Koronarverschluss kommt. Und hier ist es auch sehr wichtig, dass man die Untersuchungsmethoden versteht, dass man vorher die CT 100% befunden kann, dass man alleine den TAVI-CT befunden kann und dass man eine Strategie vor Implantation hat. TE bei Mitraklip, dass man vorher die Bilder anguckt, man sagt hier, ich habe eine Sekundär, ich habe eine primäre Mitraklappeninsuffizienz. Wir werden in Ruhe jetzt später in unserem Vortrag hier auch über Mitraklappeninsuffizienz, Sekundär und Primär auch reden. Und dass man beim TE vor der Intervention weiß und sagt, hier, ich habe eine sekundäre Mitraklappeninsuffizienz. Hier bringt nicht, wenn ich irgendwie 3 oder 4 Clips implantiere, weil ich weiß ganz genau, dass der Patient nach der Intervention wird auch genauso eine hochgradige Mitraklappeninsuffizienz haben. Deswegen, man muss auch die Strategie vorher haben und die Methoden vorher verstehen. Besonderheit die Rechtsherzkatheteruntersuchung und die hämodynamischen Werte bei Mitraklappeninsuffizienz. Sie wissen alle, beim Rechts-Links-Herzkatheter kann man auch, wenn man eine postkapilläre pulmonale Hypertonie hat, wenn man die Rechtsherzkatheter misst mit dem Links-Herzkatheter und sagt, hier habe ich eine postkapilläre pulmonale Hypertonie, hier wird der Patient profitieren, wenn ich den Patient behandeln und interveniere. Und sehr, sehr wichtig, Material kennenlernen. Das ist A und O. Man muss, bevor ich irgendwie was ich anfasse, steril, muss ich vorher kennen, muss ich vorher in Hand haben, unsteril, muss ich auch verstehen, hier habe ich eine Katheter, die funktioniert, wenn ich so bewege. Und das ist auch sehr wichtig, Material kennenlernen, sage ich 3-mal. Stufe Nummer 2, eigenständig Durchführung von Klappenintervention, aber mit Mentor. Das bedeutet, Sie sind erste Untersucher, aber steht nie jemand neben Ihnen als zweiter Untersucher, Mentor, Proktor, Ihr Oberarzt, Ihr Chef. Und das bedeutet, Sie machen die Untersuchung selbstständig, Durchführung unter Aufsicht mit Mentor oder Proktor. Und dass Sie auch in der Stufe 2 alleine, ganz alleine, Anwendung eines geeigneten Verschlusssystems, dass Sie von alleine die Verschlusssysteme benutzen können. Ich werde jetzt nicht in der Tiefe reingehen, aber es gibt verschiedene Verschlusssysteme. Brooklight, Manta, hier wird der Patient, weil hier hat der Patient BAVK, hier wird der Patient profitieren, wenn ich das nur Brooklight benutze. Nein, hier muss ich auch intravasal und extravasal, hier muss ich auch Brooklight plus vielleicht ein Angiosil. Und deswegen, man muss auch alle Verschlusssysteme kommen, alle Hauptverschlusssysteme kommen. Es gibt ohne Ende Verschlusssysteme, aber ich meine alle Verschlusssysteme, die jetzt momentan im Geschäft da sind und dass man auch zur Not auch benutzen, Manta und alles. Stufe Nummer 3, dass Sie alleine erste Untersucher da sind, dass die alleine eigenständig Durchführung von Klappenintervention, dass die allein ganz alleine Klappenintervention beherrschen können, dass sie ganz alleine die Leute beibringen können. Es gibt sicher Herausforderungen. Beim Klappenintervention ist es nicht genauso wie eine normale Herzkatheteruntersuchung, weil wir haben auch Probleme beim Zugangswege. Das heißt, die Patienten sind älter, die haben alle BAVK, die haben alle hier Achterbahn. Hier ein Patient klappt nicht irgendwie die Trans-Subclavia oder Trans-Abikale TAVI, dann hat sie hier eine Achterbahn hier in der Leiste. Was soll ich genau machen? Ich muss vorher die Besonderheit beim CT verstehen. Hier habe ich einen Patienten, der hat auch Kalk und funktioniert überhaupt, dass ich versuche, bringt überhaupt hin, dass der Patient auf dem Herzkatheterlabor auflege und dass er die Anästhesie bekommt, bringt überhaupt, kommt meine Schleuse hoch? Soll ich überhaupt versuchen, so eine French-Schleuse reinschiebe? Und wenn ich weiß, ab hier zum Beispiel geht nicht weiter. Deswegen, es gibt auch verschiedene Herausforderungen. Und hier, es gibt auch eine Tabelle in der Leitlinie, sagt irgendwie, hier, unser Patient ist low risk for
OP oder High Risk for OP hat der Patient auch Risiko hier, wenn ich es Intervention mache. Hier plus bedeutet, es ist besser, wenn ich TAVI mache und minus, es ist schlechter, wenn ich eine chirurgische OP. Ich muss auch Tricks in DSA kommen, zum Beispiel Crossover, dass ich auch in der linken Leiste punktiere und gehe ich in der rechten Leiste und unter Sicht punktiere. Bei MitraClip, wir haben, unsere Patienten sind alt und sie haben viel Material drin. Und wenn ich zum Beispiel eine MitraClip oder Tricuspidale-Clip mache, das kann sein, dass es ein Patient hat 1000 Kabel drin, das Patient hat irgendwie Prothesen und das ist, es gibt auch, sind auch ein paar Sachen, man muss auch vorher vorbereiten. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, nur schnell. Wie gesagt, ich würde nicht in der Tiefe reingehen. Hier haben wir einen Patient gehabt, der hat eine hochgradige Aortenklappenstenose. Der Patient hat eine, der ist 86 Jahre alt. Der hat eine BAVK. Wir haben eine CT-TAVI gemacht. Wir haben schon gesehen, dass der Patient eine Stenose hat. Die Chirurgen, die haben abgelehnt, den Patienten zu operieren. Wir haben eine Strategie vorher gehabt. Wir haben gesagt, wir werden den Patienten auflegen, links funktioniert überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht, dass ich die Intervention mache. Da muss ich durch die rechte Leiste. Unser Plan war, dass wir vorher eine DSA machen. Versuchen wir eine DSA. Wir haben so klar mit dem Patienten gesprochen, DSA. Und danach, nach der DSA, versuchen wir, dass die Klappe zu intervenieren. Und das war der Fall. Wir haben unter Sicht punktiert. Man sieht, hier haben wir erstmal die Stelle gesehen, was wir vorher in der CT-TAVI gesehen haben. Und dann haben wir schon entschieden, ja, wir versuchen jetzt mit dem Ballon. Haben wir mit dem Ballon hier aufgemacht und unsere Schleuse sind hochgegangen. Das bedeutet, sehr wichtig, ich wollte hier zeigen, sehr wichtig ist die Vorbereitungsdiagnostik, weil ohne Vorbereitungsdiagnostik, ohne Verstehen die Vorbereitungsdiagnostik, hätten wir hier die Klappe nicht intervenieren können. Man muss auch die Komplikationsmanagement beherrschen. Man muss auch verstehen, wenn ich jetzt eine Klappe interveniere, das kann sein und das kommt sicher. Egal wie Sie die gut vorbereiten, das kommt auf jeden Fall, das kommt eine Komplikation. Und was ich am Anfang erzählt habe, dass man die Intervention, die BCI beherrschen soll, das ist für mich A und O. Man muss auch, wenn jetzt eine Perikardtamponade passiert, man muss auch, wenn es zum Beispiel eine AV-Oberleitungsstörung, Gefäßkomplikationen, neurologische Komplikationen, Koronarverschlüsse, Low-Cardiac-Output, Dislokation, Clips, man muss auch snaren können, das ist auch, das ist als Paket, der gute interventionelle Klappentherapie, der muss auch vorher alle Komplikationen gesehen haben, man muss auch verstehen, was es genau macht, weil einfache Klappe-Intervention kann jeder, aber die Komplikationsmanagement ist A und O. Wie kann ich mich weiterbilden? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich mich irgendwie in eine zweite Stufe kommen? Es gibt heutzutage wirklich verschiedene Wege. Sicher, Nummer eins, Bücher, sind nicht dabei, aber ist Nummer eins Bücher. Forschung, Ergebnisse. Ich kann es auch angucken, was die anderen Leute gemacht haben. Welche Methoden haben die anderen Leute gemacht? Was haben sie genau gemacht? Welche Patienten haben sie eingeschlossen? Kongresse vor Ort, London war zum Beispiel, 1000 andere Kongresse. Man kann wirklich immer die neuen Studien sehen. Man kann auch die anderen Leute auch kennenlernen, was sie genau machen, welche Infrastruktur haben, Fellowship-Programm. Es gibt jetzt in Kanada, Amerika, Australien, Britannien, langsam wird es in Deutschland, die arbeiten auch dran. Es gibt auch drei bis vier Zentren in Deutschland, die werden das jetzt auch anbieten, dass man auch ein Fellowship-Programm macht. Zum Beispiel sind sie so weit, sie haben so weit in interventioneller Kardiologie gearbeitet, sie haben Interesse an einem Klappenprogramm und sie kommen nicht weiter in ihre Klinik. Es gibt auch ein Fellowship-Programm. Sie fahren hin und sie machen das jetzt, diese Fellowship-Programm. Es gibt auch, jeder Ort hat auch Voraussetzungen. Ich will das jetzt nicht in Detail reingehen. Es gibt auch Live-Workshop von Arbeitsgruppe für interventionelle Kardiologie. Sie sind momentan in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr gut unterwegs. Sie sind sehr gut, die präsentieren wirklich sehr interessante Fälle. Leitlinie, sicher. Es gibt auch Applications über Handy, Cardioval, Halbwattmaße oder auch ohne Ende. Es gibt auch verschiedene andere Applications und die sind wirklich sehr gut. Kann man auch Scores rechnen, kann man auch Risiko bei den Patienten rechnen, die sind wirklich sehr gut. Twitter. Ich finde, es ist auch großartig. Bei Twitter wird immer sehr interessante Fälle vorgestellt, nicht nur für hier,
nicht nur, ich bin jetzt, ja, ist gut, nicht nur über die Kongresse selber, auch sogar, es gibt Leute, die stellen auch interessante Fälle. Und kommt jetzt auch, was ist wirklich sehr interessant, und das mag ich wirklich persönlich, diese Hands-on-Training. Das bedeutet, Sie gehen in einen Workshop von einer Firma, zum Beispiel Eduard Firma, ohne Namen jetzt, eine Firma hat einen Workshop organisiert. Ein Workshop, die machen, das ist auch eine TEE beim Mitra Clip oder Trikuspedalklappenintervention. Das ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass Sie diese 3D-Bild im Kopf haben, dass Sie auch verstehen, was ist, dass es genau so passiert, wenn ich so bewege. Das ist wirklich sehr gut, großartig, kann jeder empfehlen. Und, oder zum Beispiel haben Sie irgendwie, Sie implantieren eine Prothese bei Ihnen, Sie wollen andere Prothese lernen, dann können Sie auch vor Ort irgendwie, man, hier habe ich irgendwie andere Prothese implantiert, die ich normalerweise nicht implantiere. Es gibt auch beim Kongressen immer eine Training-Area, dass man auch geht hin. Es gibt verschiedene Workshops, zum Beispiel, was ich auch sehr gut finde, die Kollegen, die ist auch nicht so, die sind nicht so viel jetzt momentan unterwegs beim Klappenintervention. Es gibt auch die Kronarienintervention nach Tabi oder Snaring Mitra Clip. Das ist wirklich sehr gut, kann man auch vor Ort machen und dann kann jeder empfehlen. Wir gehen jetzt kurz über, wir haben schon über die Indikation gesprochen, haben wir gesagt, die Vorbereitung, Diagnostik ist sehr wichtig. Ich werde auch jetzt über die Klappenbizien auch reden und gleichzeitig werde ich über die Vorbereitung, Diagnostik, Indikation darstellen, über Vorhaupterkrankung, Aortenklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz, Trikuspedalklappeninsuffizienz und kurz über Aortenklappeninsuffizienz. Sie wissen alle, über die Aortenklappenstenose hat Klasse A vor symptomatische hochgradige Aortenklappenstenose oder asymptomatische Aortenklappenstenose mit reduzierter LV-Funktion. Ich rede über Klasse A-Indikation, über entweder Chirurgie oder Intervention. Aber welches Konzept gilt, wenn eine hochgradige Aortenklappenstenose mit normaler LV-Funktion und auch Patient ist es, bleibt asymptomatisch, trotz die hochgradige Aortenklappenstenose? Wir machen jetzt eine kurze Reise von der Leitlinie von 2012 bis 2021. In 2012 war klar definiert Empfehlung 2BC, dass man die Klappe operiert oder interveniert, wenn wir eine erhöhte BMB-Werte haben. In 2017 kam, war Studien, war Ergebnisse, sagt nein. Nicht, das kommt jetzt als 2AC und nicht nur BMB-Wert, sondern auch die pulmonale Hypertonie. Wenn eine pulmonale Hypertonie da ist, dann muss ich auch die Klappe intervenieren und das ist 2AC. Dann kam die Leitlinie von 2021 und sagt, stopp, wir haben mehrere Studien, sind jetzt hier und wir haben schon gesehen, dass die Patienten, die hochgradige Aortenklappenstenose haben und reduzierte LV-Funktion haben sofort eine 2A-Indikation zur Intervention. Hier unter Intervention versteht man nur, versteht man Chirurgie und Intervention, auch Klappenintervention. Das ist nicht nur Intervention, man sagt Hetavi. Warum haben wir jetzt hier, warum kommt jetzt die Leitlinie immer mehr, dass die Patienten, die auch asymptomatisch die Loris haben, dass sie auch Tavi bekommen, weil es gibt auch mehrere Studien, das ist zum Beispiel hier eine Studie, die haben 145 Patienten eingeschlossen, die alle Patienten, die haben Aortenklappenersatz bekommen, chirurgisch Aortenklappenersatz bekommen und nach acht Jahren, man sieht, dass hier die Patienten, die konservative Therapie bekommen haben, 26% Mortalitätsrate, Komplikation, kardiovaskuläre Fälle. Und die Patienten, die Therapie bekommen haben, das ist hier eine chirurgische Studie, aber das war interessant und das war die Studie, die einfach, ehrlich gesagt, die Leitlinie beeinflusst hat. Und hier es ist weniger als 1% oder 1% haben die Patienten Mortalitätsrate. Und deswegen, meiner Meinung nach, jetzt eine neue Leitlinie für die Indikation 1a, läuft jetzt viele Studien, die haben gezeigt, dass sie Intervention früher wie möglich machen. Läuft jetzt, das sind die beiden Studien, die laufen jetzt momentan. Deutschland ist auch schon involviert, mehrere Zentren sind jetzt auch involviert in Deutschland. Die erste Studie ist Early Tavel. Die haben bis jetzt 1100 Patienten eingeschlossen. Die haben die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die haben nur Intervention bekommen. Die zweite Gruppe haben sie nur konservativ. Und die haben Follow-up nach 2 Jahren. Und wir warten auf die Ergebnisse. Bis jetzt sagt, das ist die Arm hier, es ist deutlich
deutlich besser. Die Ergebnisse werden in 2024 vorgestellt. Die zweite Studie ist Evolved. Evolved haben bis jetzt, ich glaube, 420 Patienten eingeschlossen und die haben auch die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Hier haben die Patienten nicht nur TAVI, hier haben die Patienten auch chirurgische Eingriffe. Das bedeutet, die haben hier nur Early Intervention, das bedeutet nicht nur TAVI und Aortenklappenersatz. Und die Ergebnisse kommen in 2024. Wir haben schon gesprochen, Material kennenlernen. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn ich meine Material kenne, dann weiß ich, diese Prothese bietet mir bessere Implantation, wenn es irgendwie koronare Ärzte A, die richtig Abgang ist richtig tief. Wenn ich jetzt eine Evolut-Familie, ich werde jetzt die Prothesen nicht vorstellen, weil in Deutschland, das sind hier die verschiedenen Prothesen von der TAVI-Prothesen. Die Hauptgeschäft sind die Evolut und Sabine-Familie. Es gibt auch die anderen Prothesen, Jenaval, Lotus, aber ich werde über Prothesen jetzt nicht reden. Aber ich meine, wenn ich jetzt mein Material kenne, dann weiß ich zum Beispiel, wenn jetzt RCA-Abgang tief ist, ist besser vielleicht, wenn ich eine Sabine-Prothese implantiere. Ja? Und hier zum Beispiel, ich habe ein CT-Bilder mitgebracht, hier eine Bikuspide-Aortenklappe. Man sieht, dass der Abgang von der links ist wirklich tief und dann entschieden, eine Sabine-Prothese zu implantieren. Und hier wurde auch das hier ist nicht bei uns gelaufen, hier ist die Quelle. Und man sieht hier, dass die Prothese, es ist implantiert und keine Koronarverschluss. Das bedeutet, wenn ich meine Material kenne, dann weiß ich die Vorteile und Nachteile. Wenn ich hier zum Beispiel eine Evolut-Prothese implantiert, dann hätte ich vielleicht einen Koronarverschluss. Ich werde kurz jetzt hier über die aktuelle Leitlinie reden. Ich werde kurz über die graue Zone in der Leitlinie reden. Dann habe ich nur eine Frage, dass wir zusammen hier beantworten. Müssen Sie nicht, wer Interesse hat, kann gerne antworten. Hier sagt die Leitlinie, die Patienten mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose haben, symptomatisch, Luftnot, thorakale Schmerzen, jünger als 75 Jahre alt sind, haben sie eine Euroscore, ich werde jetzt nicht in der Detail reingehen, Euroscore sagt, das ist Risiko für OP, verschiedene Punkte. Wenn das Euroscore weniger als 4% und jünger als 75, chirurgisch. Patienten älter als 75 Jahre alt sind, Euroscore größer als 8%, TAVI. Aber ich habe eine große graue Zone. Ich habe eine Patienten, die haben Euroscore zwischen 4 bis 8%. Ich habe eine Patienten, die sind 71 bis 79 Jahre alt sind. Die haben Risikofaktoren für OP. Die haben auch Risikofaktoren für Intervention, BAVK. Was soll ich genau machen? Oder Patienten 79 Jahre alt und der hat Euroscore von 3%. Deswegen hier hat die Leitlinie wirklich in 2021 uns geholfen. Die hat eine Tabelle vorbereitet. Ich werde Ihnen jetzt zeigen nach der Frage. Hat uns gezeigt, hier, wenn ich hier interveniere, werden die Patienten profitieren. Und wenn ich operiere, nein. Oder andersrum. Hier kommt eine Frage. Gerne, wer Interesse hat, kann beantworten. Patient 71 Jahre alt, oder sagen wir so, 70 bis 75 Jahre alt, der hat Luftnot, NH2, Niereninsuffizienz, Stadium 2, Personal-Aorta, im TEE und TTE hat eine reduzierte LV-Funktion, 51%, hochgradige Aortenklappenstenose, 0,8, Gradient 51, Vmax 4,9, keine Endokarditis, keine KHK, Euroscore 6,3%, haben wir gesagt, Euroscore, das ist Risiko für OP, haben wir schon gesagt, eine Leitlinie, weniger als 4% ist es klar für OP, größer als 8% ist klar für TAVI. Was würden Sie hier machen? Konservativ und TTE-Verlaufskontrolle in 6 Monaten, Aortenklappenersatz, OP oder TAVI? Jetzt, Samer, kannst du die Umfrage lassen? Ja, gerne, danke dir. Finde ich interessant. Sehr gut. Erstmal freut mich wirklich, dass Sie alle aktiv sind. Das ist wirklich sehr gut. Die schlafen nicht. Kommt eine Frage, hat der Patient eine relevante KHK? Nee, habe ich schon geschrieben, keine KHK. Hat keine KHK, hat keine Endokarditis.
Okay, dann gehe ich, ich glaube, die anderen. Interessant. 15% oder 65% sagen TAVI, 26% Aortenklappenersatz, 9% konservativ. Dann mache ich jetzt Freigabe beenden erstmal. Anders, Samuel, kannst du die Umfrage so machen? Irgendwie kriege ich das nicht. Ich sehe immer noch die Umfrage. Sehen Sie auch die Umfrage oder ich bin der Einzige, der die Umfrage immer noch sieht? Einfach klein machen, aber da. Okay. Alles gut. Ich kämpfe weiter. Einfach oben schließen. Alles gut. Ja, okay. Hier, richtige Antwort erstmal ist TAVI. Warum? Weil wir haben schon gerade hier gesehen, wir haben gerade in der Leitlinie auch schon, habe ich Ihnen gesagt, dass die Leitlinie hilft uns beim Patienten, die in Grauzone sind. Und hier sieht in der Leitlinie Patienten, die die Personalaorte haben, haben sie mehr Risiko, wenn wir eine OP machen und besser, wenn wir eine TAVI implantieren. Und hier war die Frage, Patienten mit Personalaorte hat Euroscore und TAVI hier ist besser. Geht jetzt weiter. Therapie nach TAVI. Ich habe wieder jetzt eine Umfrage. Warte kurz, ich kämpfe erstmal. Samir, kannst du die Umfrage bitte beenden? Ja, genau, mach das, Samir, weil kommt es immer wieder, wenn ich jetzt den Slide wechsle. Wie sieht es jetzt aus? Nee, habe ich schon, alles gut, habe ich schon. Genau, jetzt Therapie nach TAVI. Welche Therapie, weil der Patient kommt zu Ihnen in Verlaufskontrolle, haben Sie die Klappenintervention beherrscht, aber dann müssen wir auch die Follow-up anbieten. Patient kommt zu Ihnen, hatte die TAVI bekommen. Welche Therapie empfehlen Sie? In der neuen Leitlinie ist es wirklich sehr einfach, sehr klar definiert. Patienten, die Vorhofflimmern haben, das reicht, orale Antikoagulation ohne DAP-Therapie. Patienten, die Monotherapie, die keine Vorhofflimmern haben, reicht lebenslang Subtherapie, Monotherapie. Warum? Klasse 1a. Hier, es gab mehrere Studien, die sind gelaufen, zum Beispiel Brauer-Studien, die haben Aspirin alleine mit DAPT verglichen. Das bedeutet, die Patienten, die haben TAVI bekommen, die haben keine Vorhofflimmern und haben sie nur die Hälfte von den Patienten 331 Aspirin bekommen und die andere Hälfte haben DAPT-Therapie, Aspirin plus Clopidogrel und hat man gesehen, dass die Patienten, die alleine nur Aspirin bekommen haben, haben sie sicher weniger Blutung und die waren non-inferior in der Mortalitätsrate, eine Komplikation. Hier auch, es gab auch andere Studien von Dankas und seinen Kollegen, die haben insgesamt 1600 Patienten eingeschlossen, in zwei Gruppen eingeteilt. Erste Gruppe hat nur Xarelto bekommen, die zweite Gruppe hat nur Aspirin bekommen. Und man sieht, dass die Mortalitätsrate und thromboembolische Events unter Aspirin sogar weniger und sicher die Blutungsrate ist weniger. Und es gab dritte Studie, die einfach die Leitlinie auch beeinflusst hat. Hier man sieht, dass es die Patienten mit Vorhofflimmern, die haben die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste nur orale Antikoagulation, die zweite orale Antikoagulation plus Clopidogrel. Und man sieht, dass die Blutung deutlich mehr unter Clopidogrel plus orale Antikoagulation und es war auch die Mortalitätsrate und Thromboembolik, Stroke unter mono-orale Antikoagulation sogar ist weniger. Deswegen klar, jetzt nicht mehr so streiten wie in der alten Leitlinie. Klar, Vorhofflimmern plus TAVI ohne andere Grund vor Plavix, das reicht orale Antikoagulation, Medikamente. Patienten ohne Vorhofflimmern, das reicht Monotherapie, wenn ich keine Indikation für andere Medikamente habe.
Aortenklappeninsuffizienz. In Aortenklappeninsuffizienz, bis jetzt sind wir die Kardiologen, sagen wir so, wir haben keine Grundlicht bekommen, wir haben keine Zulassung bekommen, aber es gibt immer Off-Label-Therapie, die einfach durchgeführt werden können. Zum Beispiel TAVI beim Aortenklappeninsuffizienz läuft jetzt momentan verschiedene Studien, die man auch, die kommt langsam, dass man eine klare Empfehlung kommt in der Leitlinie. Bis jetzt ist es nur die Chirurgie, die chirurgische Einsatz ist empfohlen, aber wir sehen das alle. Es gibt Patienten, die haben eine hochgradige Aortenklappeninsuffizienz ohne Stenose. Die haben sehr hohes Risiko vor OP und kann man auch mit den Kollegen von der Herzchirurgie Anästhesie diskutieren, auch mit dem Patienten, und dass man sagt, hier, ich werde auch interventionelle Therapie beherrschen. Ich werde jetzt hier in der Tiefe nicht reingehen. Dann kommt jetzt die, mein Lieblingsthema ist die Mitralklappeninsuffizienz. Mitralklappeninsuffizienz ist es wirklich für uns alle, Aortenklappenstenose ist Aortenklappenstenose. Mitralklappeninsuffizienz gibt verschiedene Grunderkrankungen. Man muss die Mitralklappeninsuffizienz richtig verstehen. Hier habe ich eine primäre Mitralklappeninsuffizienz, ist die Klappe an sich krank? Ist der AML oder BML krank? Habe ich hier eine Flehl? Habe ich hier eine Prolaps? Das ist eine primäre Mitralklappeninsuffizienz. Oder habe ich eine sekundäre Mitralklappeninsuffizienz? Die Klappensegel sind intakt. Sie haben keine Flehl oder Prolaps oder die sind intakt. Aber durch die Dilatation von der linken Ventrikel und der linken Vorhof habe ich Tittering und dann habe ich diese Insuffizienz. Und deswegen, je nach Ursache von der Mitralklappeninsuffizienz kommt die Therapie. Und das ist auch gehört dazu, Vorbereitung, Diagnostik. Wenn ich eine gute TEE habe, wenn ich eine gute TTE habe, das ist auch sehr wichtig, weil ändert sich, wenn ich die Bilder vorher nicht 100% verstehe, wo soll ich meine Clips setzen? Das ist auch sehr wichtig. Wir fangen erstmal mit der primären Mitralklappeninsuffizienz. Bei primären Mitralklappeninsuffizienz ist sicher die Empfehlung 1b vor chirurgischer Ersatz. Jetzt in der Leitlinie, wir sind immer noch beim Edge-to-Edge-Therapie 2b, das interventionelle Behandlung, wird das sicher mehr in der neue Leitlinie. Es gibt verschiedene interventionelle Wege, verschiedene Hersteller. Sie kennen alle Mitraclip, Mitraclip NTR oder Mitraclip XTR, Vorteile von der XTR, größere Arme hat, dass man auch die erste Arm und der zweite Arm in Ruhe schließt. Vierte Generation, Pascal Ace hat ein Körper in der Mitte, wenn er eine große Venakontrakte habe. Direkte Anoplastie ist jetzt nicht mehr zugelassen, ist raus. Indirekte Anoplastie, dass man beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz, dass man die Caron Device implantiert. Ich bin nicht überzeugt. Beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz, man geht ins Sinus Coronarium, macht das wie ein Verband das rein, macht das diese Dilatation weniger, aber der wird langsam sterben, meiner Meinung nach. Ich habe nur ein kurzes Video mitgebracht bei Mitralklappeninsuffizienz. Sie verstehen, Sie kennen bei Mitralklappeninsuffizienz, man geht erstmal durch die Vene hoch, punktiert die Vene, man geht durch die Inferior Vena Cava nach oben, macht die Transseptalpunktion. Ich bin immer der Meinung, Transseptalpunktion unter TE-Kontrolle. Ich weiß, viele Kollegen von der Rhythmologie, die sagen, nein, wir machen das jetzt ohne TE. Meiner Meinung nach, beim atypischen Anatomie, es ist immer besser, wenn eine TE da ist, gehört dazu, weil es ist weiß, dass die Komplikationsrate ist weniger als 1%, aber das ist ein Wert für mich. Nach Transseptal-Punktion, man positioniert die Clips, man muss auch die Punktion nicht so inferior oder superior, wenn man den Transseptal punktiert, dass man muss sehr wichtig in der Mitte da sein, dass wir diese 90 Grad Kurve schaffen. Das ist sehr wichtig, dass wir die 90 Grad Kurve schaffen, weil wenn wir jetzt so tief punktieren, dann schaffen wir diese 90 Grad nicht. Oder wenn wir zum Beispiel sehr hoch punktieren, dann wenn wir jetzt reingehen, verlieren wir die Kontrolle. Da können wir nicht so richtig positionieren. Und das ist ein bisschen tiefer. Wenn es tiefer geht, dann verlieren wir die Kurve. Und kann man auch sicher erstmal klippen und dann sieht, ob das ist einfach eine Restinsuffizienz
da ist und dann, und wenn wir unzufrieden sind, nochmal aufmachen, nochmal klippen. Das passiert, das ist sehr selten oder nie, dass man nie Insuffizienz danach hat. Man muss ehrlich sein, wenn wir einen hochgradigen Mitralklappeninsuffizienz vor der Intervention haben und danach leicht oder minimale Mitralklappeninsuffizienz, es ist eine super Ergebnisse. Sehr wichtig, dass wir die Mitralklappeninsuffizienz nicht auf Mitralklappenstenose ändern. Das bedeutet, das macht keinen Sinn. Wenn ich eine Mitralklappeninsuffizienz habe, tacke ich irgendwie 3-4 Clips, habe ich keine Insuffizienz mehr, aber danach habe ich eine Mitralklappenstenose. Und deswegen ist sehr wichtig, dass man weiß, wo sind die Grenzen, was soll ich hier genau machen. Jetzt kommen wir aber, haben wir schon jetzt über primäre Mitralklappeninsuffizienz gesprochen. Wir gehen jetzt über sekundäre Mitralklappeninsuffizienz. Beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz ist die Edge-to-Edge-Therapie, die interventionelle Therapie, ist Klasse 2a empfohlen. Aber vorher sagt die Leitlinie Klasse A1, dass man vorher eine optimale medikamentöse Therapie hat. Das bedeutet, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Mitra-Clip interveniere und Patient hat keine Therapie, keine geeignete Therapie, hat keine Diuretikum, hat keine Beta-Blocker, der ist irgendwie mit Herzfrequenz 90 oder 100 und hatte keine geeignete Therapie und dann mache ich sofort ein Mitra-Clip oder irgendwie eine Intervention an Mitra-Clippe und sagt auch die Leitlinie sogar hier, das kann sein, dass vorher auch eine CAT implantiere. Das bedeutet, beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz, ich brauche wirklich ein Team, besteht aus Herzinsuffizienz-Spezialist, Device-Spezialist, chirurgisch, von Kollegen von der Herzchirurgie oder interventionelle Kardiologen. Und kann sein, danach, wenn ich sehe, dass der Patient hat eine optimale medikamentöse Therapie, hat vielleicht eine CAT, aber trotzdem weiterhin hat eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz, kann man diskutieren, dass ich hier auch danach später eine interventionelle Therapie anbiete. Ich habe noch einen Fall mitgebracht, Patient 81 Jahre alt, Luftnot, Dyspnoe H3, ein Gefäß KHK hier, hat im TEE und TTE reduzierte LV-Funktion, hochgradige Mitralklappeninsuffizienz, Vena Contracta ist 0,8 cm, Tetring 3D kontrolliert, Tetring bedeutet, habe ich eine sekundäre Mitralklappeninsuffizienz. Das bedeutet, die Mitralklappe ist intakt. Ich habe keine Flair, keine Prolaps, aber durch die dilatierte Ventrikel kommt diese Insuffizienz. EROA hochgradig, linke Ventrikel ist richtig dilatiert, linker Vorhof dilatiert, Vorhoflimmern, Herzfrequenz eher Richtung Tachykardie bis 90. Ramipril, Medikamente, Ramipril 2,5 Milligramm und Abixaban 5 Milligramm 101. Euroscore ist 9,1. Was würden Sie hier machen? Von Therapie optimieren und Reevaluation mit Mitralklappenersatz OP oder Edge-to-Edge-Therapie? Samer, kannst du die Umfrage? Ja, danke dir. Sehr gut. Die meisten, die haben über Therapie optimieren und Reevaluation. Man sieht hier 72% und 4% haben sie Mitralklappenersatz-OP gesagt, 24% Edge-to-Edge-Therapie, 6 Leute, dann macht das einfach zu. Ja, richtig. Hier, wir haben keine Therapie. Wir haben nur Azehema und Abixaban. Hier muss ich erstmal die Therapie optimieren, Diuretikum, Beta-Blocker dazugeben, dass der Patient, weil bei Mitralklappeninsuffizienz ist besser, dass der Patient zwischen 60 bis 70 Herzfrequenz hat, dass man Diuretikum gebe und dass man und danach Reevaluation, ob die Mitralklappeninsuffizienz immer noch hochgradig ist. Hier ist die Leitlinie beim sekundären Mitralklappeninsuffizienz. Es ist wirklich, ist wirklich sehr gut dargestellt. Man sagt, hier habe ich eine symptomatische Mitralklappeninsuffizienz. Ist die
medikamentöse Therapie optimal? Habe ich eine optimale medikamentöse Therapie? Nein, dann muss ich erstmal die Medikamente optimieren. Habe ich optimiert? Ist die Insuffizienz weniger geworden? Und sind die Beschwerden immer noch da? Ja, dann geht Richtung mehrere Methoden, wir werden jetzt in Ruhe jetzt besprechen, aber sind die Beschwerden jetzt weg? Ist die Insuffizienz jetzt weniger geworden? Habe ich es auch nur mittelgradige oder leichtgradige Mitraklamysomien? Das reicht einfach nur Follow-up. Habe ich weiterhin eine hochgradige Mitraklamysomien-Insuffizienz, trotz die optimale Therapie? Dann es gibt verschiedene Wege, Intervention, Chirurgie, OP. Das hat die Leitlinie hier sehr gut vorgestellt. Damit ich jetzt kurz über die Trikuspidalklappeninsuffizienz oder Zukunft kurz erzähle. Beim Trikuspidalklappeninsuffizienz in der neuen Leitlinie ist es nicht geändert, ist immer noch beim 2a. Und wie Sie alle wissen, die sagen, dass es beim Trikuspidalklappeninsuffizienz die chirurgische Einsatz von Trikuspidalklappeninsuffizienz ist nicht geändert. Warum? Weil es gibt auch eine Studie von Herrn Axel und seinen Kollegen, die haben auch schon gezeigt, die haben auch viele Patienten eingeschlossen, die haben schon gezeigt, Medikamente oder chirurgischer Einsatz, wir haben selber Ergebnisse. Ändert sich nicht. Dass die Patienten, auch wenn die eine chirurgische OP bekommen, die haben dieselbe Outcome, als die Patienten die Medikamente bekommen haben. Und die Indikation ist nur 2a, wenn ich eine schwere rechte Ventrikeldysfunktion habe oder linke Ventrikeldysfunktion habe. Die neue Nachricht von uns, und das ist wirklich sehr gut, das ist die interventionelle Therapie von der Trikuspidalklappeninsuffizienz. Es ist wirklich sehr gut jetzt momentan unterwegs. Wir haben auch super Ergebnisse, man muss sagen. Und jetzt kommt jetzt in die neue Leitlinie beim 2BC. Und da bin ich 100% sicher, weil läuft jetzt wirklich viele Studien, die jetzt momentan auch bar sind, auch letzte Woche vorgestellt. Und Der wird jetzt in neue Leitlinie hochgestuft. Vor Trikuspidalklappeninsuffizienz und Intervention haben wir verschiedene Methoden, haben wir TriClip und Pascal. Es ist nicht genauso, dass dieselbe vor Mitralklappeninsuffizienz, auch dasselbe Firmen, aber die sind geeignet vor Trikuspidalklappe. Es gibt auch Cardioband, es gibt auch diese Trickwalve, dass man zwei Prothesen in eine Subiliovena Cava und Inferiovena Cava implantiert. Es gibt auch diese Tresento, dass man eine Prothese von der Inferiovena Cava bis zur Venakarpe implantiert. Es gibt auch Klappenersatz, es gibt verschiedene Prothesen, aber die Prothese, die einfach ein bisschen durchgesetzt hat, ist die Evoque-Prothese. Wir haben eine Studie hier von Herr Farm, seinen Kollegen, die haben das auch insgesamt 25 Patienten eingeschlossen. 23 Patienten haben eine erfolgreiche Implantation und man sieht hier, dass die Luftnot ist deutlich weniger geworden unter die Patienten, die Klappenersatz bekommen haben. Wir haben sehr wenig Komplikationen und die Trikuspidalklappeninsuffizienz ist deutlich weniger geworden. Kurz über die LAA-Okluder. Die LAA-Okluder wird immer hochgestuft. Ich werde nur kurz einleiten über LAA-Okluder, weil ist mein Lieblingsthema auch. LAA-Okluder wird immer mehr und mehr nach oben geschubst. Das ist, man sagt, dass die neue Leitlinie in 2021 ist 2a. Es gibt auch verschiedene Studien, zum Beispiel hier eine Studie ist gelaufen, die haben 4.800 Patienten eingeschlossen und die sehen, dass es die Patienten, die LAA-Okluder-Implantation bekommen haben, haben deutlich weniger Stroke und weniger Mortalitätsrate als die anderen Patienten, die keine LAA-Okluder bekommen haben. Deswegen kommt jetzt immer die LAA-Okluder nach oben, läuft jetzt auch ein paar Studien und das wird in der neuen Leitlinie auch besser platziert. So, vielen lieben Dank. Ich wollte jetzt nur kurz einen kurzen Überblick über die Klappenwitzen. Ich würde auch über die Karrierenweg, wie man, welche Vorbereitung, Diagnostik, die man braucht. Was soll ich erstmal mich vorbereiten? Wie kann ich irgendwie einen Weg finden? Und ich hoffe, dass ich irgendwie ein bisschen so beigebracht habe. Und gerne können wir jetzt diskutieren. Vielen Dank, Obeida, für den sehr umfassenden Vortrag. Wirklich sehr schön alles zusammengestellt. Fast alle Themen der strukturellen Intervention abgedeckt. Ich würde zuerst mit einer Frage vom Chat beginnen und das ist ja von der Frau Alawayed. Bei einer mittelgradigen MI mit Herzinsuffizienz oder Mitralklappeninsuffizienzvolumen von 40 Milliliter noch nicht hochgradig. Warum ist das Schlagvolumen ein Muss zu messen, um Mitralklippenindikation zu diskutieren?
Ich meine, was ist der Stellenwert in diesem Fall von dem Schlagvolumen, um Mitralklippenindikation zu geben? Ja, ab die Leitlinie sagt, ab mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz muss die alle Kriterien für Mitralklappeninsuffizienz gemessen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine, wenn ich in TTE eine Mitralklappeninsuffizienz, mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz, es gibt auch verschiedene, es gibt auch Scores, dass man auch den Vorhof misst, dass man auch den Vena Contracta, habe ich hier eine zentral, habe ich hier eine exzentrische, dass man muss theoretisch, man muss auch messen, man muss auch den Volumen messen, man muss auch sehen, habe ich hier beim Richtherzkatheter, ich wollte auch hier nicht in der Tiefe reingehen, aber hier, wenn es eine Richtherz Herzkatheter mache. Habe ich eine Volumen, habe ich eine Ruhe beim Volumen von 0,35 zum Beispiel. Und dazu habe ich eine postkapilläre pulmonale Hypertonie. Aber und Score ist grenzwertig 9. Und Patienten hat Pro-PMP. Patient hat auch eine Beinödeme und die hat keine andere Ursache für diese Pro-PMP und Beinödeme. Hier ist es sicher keine Klasse A-Indikation vor Vorintervention, aber hier man muss diskutiert, ob das ist eigentlich enge Verlaufskontrolle und sogar auch Intervention dazukommt. Aber das ist auch grenzwertig, diese graue Zone, es ist immer ein Streitpunkt, aber ab mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz muss die alle Kriterien gemessen werden, sagt auch die Leitlinie und da ist kardiografische Kriterien. Genau, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und sehr gute Antwort. Und ich kann dazu sagen, wir wissen auch, dass PISA nicht immer plausibel ist, vor allem bei exzentrischen Jets. Und wir brauchen zu der echokardiografischen Messung eine hämodynamische Messung. Und wenn ich das nicht unbedingt mit dem Restherzkatheter machen möchte, gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise bin ich erzwungen immer, das Insuffizienzvolumen oder Regurgitation Jet quasi Volumen zu messen. Und das kann man echokardiografisch schön durch den Unterschied zwischen dem hämodynamischen Volumen über LVOT und den berechneten Volumenwert von Simpson. Und dann ist die Differenz einfach, wie viel relevant oder wie relevant hämodynamisch diese MI ist. Und das ist immer wichtig und nicht nur ein Kriterium oder nur die deskriptive oder visuelle Kriterien zu nehmen. Genau. Dann haben wir im Chat im Moment keine Fragen. Ich hätte auch eine Anmerkung. Bildgebung, TE ist A und O meiner Meinung nach genau bei der Planung vor Mitralclipping oder Mitralklappeninterventionstherapie, ob mit Pascal oder Clip. Und dass man auch lernt, dieses Alignment während der Prozedur nach der transseptalen Punktion ist auch ein sehr wichtiger Punkt, hast du auch sehr schön erläutert. Wenn man kein gutes Alignment hat nach der Punktion, hat man dann Schwierigkeiten, das System, das Implantat dann zu platzieren. Genau, und was Proctoring oder Fortbildung oder Training angeht, glaube ich, gibt es auch die Möglichkeit, dass Firmen vor Ort im Krankenhaus mit einem Trainingbus reinfahren und dieses Angebot für 1 oder 2 Tage vor Ort machen. Ich habe dieses Konzept an zwei Standorten begleitet und das war wirklich sehr lehrreich für die Kollegen, weil die sehen halt vor Ort, welche Voraussetzungen sie haben und was genau passen kann und was nicht passen kann. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man weggeht, wie du gesagt hast, und das an einem Maximalversorger bekommt. Aber meine Frage ist, glaubst du, Obeida, ist jetzt abgesehen von der TAVI, weil es ja Herzmaschine vor Ort eine Voraussetzung ist, glaubst du, dass Klappentherapie, AV-Klappentherapie bei Schwerpunktkrankenhäuser oder Regelkrankenhäuser möglich werden? Oder ist das überhaupt für Regelversorger oder ist das zu viel und sollte lieber an Zentrum gemacht werden? Das glaube ich. Jetzt es gibt auch, kann man sagen, die Krankenhäuser sind in 3 Gruppen. Ja? Maximalversorgung ohne Herzchirurgie, fast Maximalversorgung ohne Herzchirurgie, die jetzt momentan mit Mitralklappeninsuffizienz und Tricuspidalklappeninsuffizienz sehr gut unterwegs sind, die werden weiterhin
Und da bin ich sicher, die werden weiterhin die Therapie auch intervenieren. Kann man auch nicht machen, kann man auch, die diskutieren jetzt momentan beim Aortenklappenstenose, ob das einfach nur reicht, wenn jemand von der Herzchirurgie vor Ort da ist und dass wir einfach keine Abteilung von der Herzchirurgie da ist. Und es gibt auch in Deutschland 3 oder 4 Beispiele, zum Beispiel Bad Segeberg in Norddeutschland. Die haben vor 10 Jahren oder 15 Jahren angefangen. Die haben nur jemand in der Abteilung von der Kardiologie eingestellt, Herzchirurg, dass wir einfach die TAVI implantieren können. Und das hat sehr gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Und ich bin der Meinung, obwohl jetzt momentan, wir wissen alle, dass die Infrastruktur in den Krankenhäusern in Deutschland ändert sich, aber ich bin der Meinung, dass das bleibt auch genauso, dass mindestens die Mitralklappenintervention und die Mitralklipp oder Triclip, der bleibt genauso wie jetzt. Da wird nicht nur in der Uniklinik oder in einer Klinik mit der Herzchirurgie, meiner Meinung nach. Genau, ich finde es auch, wie du sagst, ich glaube, eine Mittelgröße oder Krankenhaus der mittleren Größe bleibt trotzdem eine Voraussetzung, weil man braucht Fallzahlen oder Fallvolumen pro Jahr, dass man irgendwie eine Erfahrung sammeln kann. Ich hätte noch einen. Sehr guter Punkt, Anas, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich glaube, ich war in einer Sitzung die haben diskutiert mit Ministerium, die haben auch schon gesagt, es gibt ein Haus, der hat keine Herzchirurgie und der macht jährlich 200 Clips. Das ist eine Summe. Mhm. Und die haben gesagt, ja, können wir das auch so definieren, wenn sie in ein Haus arbeiten, die intervenieren fast ab 50 Klappen pro Jahr, sie dürfen weitermachen. Wenn Volumen da ist, das reicht. Das reicht, weil die Erfahrung dann da und dann ist die Leute, die können das machen. Aber wenn es, das kann nicht sein, irgendwie in einem Haus, der macht 10 Clips pro Jahr, dass er weiter das macht. Das wird jetzt langsam sterben, da bin ich sicher. Ja? Genau. Und ich glaube, ein paar Häuser versuchen jetzt, das bei sich zu etablieren, obwohl sie nicht die Fallzahlen erreichen können. Aber wie du sagst, Mindestfallzahl muss erreicht werden, dass der eine oder die zwei, die das machen, Erfahrung sammeln können und auch im Training bleiben. Im Training bleiben, dass sie einfach immerhin weiterhin machen. Das ist auch sehr wichtig. Ja? Genau. Ich glaube, Samir hat auch jetzt eine neue Umfrage gestellt. Es geht um Mitgliedschaft in der DGK und so weiter. Das würde uns auch später interessieren, falls wir oder wenn wir die kleine Veranstaltung bei dem Mannheim-Kongress planen. Es gibt noch vom Chat Abdullah Al-Abdo. Abdullah Al-Abdo hätte eine Frage. Darf gerne sein Mikrofon anschalten. Okay, ist gut. Vielen Dank, Obeda, für den sehr schönen Vortrag. Ja. Also bezüglich des zweiten Falls, die ältere Dame, die ME3 hat und noch dekompensiert. Du hast geschrieben, konservative Therapie, also konservativ kann man in ihrem Fall meiner Meinung nach nicht viel machen, außer Blutdruckeinstellung, diuretische Therapie, das ist keine richtige Herzinsuffizienz, wo man alles reinkippen muss. Also meistens klappt das nicht, die konservative Therapie. Beta-Blocker auch, ich sehe keine Indikation für Beta-Blocker, also sie hat auch, also solche Patienten haben häufig Herzbeef und die Beta-Blocker, die haben mehr Schaden als helfen. Ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich nur diuretische Therapie starten, Blutdruck einstellen und in dem gleichen Aufenthalt die MI reevaluieren. Sehr gut. Deswegen habe ich gesagt, erstmal optimieren. Die hat keine Diuretikum drin gehabt. Erstmal optimieren und danach Reevaluation. Das bedeutet, die Patienten, die hat keine Herzwerte, aber wenn die Patienten überhaupt keine Diuretikum hat, Patienten, die haben keine Medikamente drin, erstmal optimieren und Reevaluation. Ich habe überhaupt nicht gesagt, nur rein konservativ fahren. Wie die Leitlinie sagt, erstmal die orale Medikamente optimieren und dann Reevaluation, wenn jetzt die hochgradige Mitralklappeninsuffizienz immer noch da ist. Das bedeutet zum Beispiel, wenn der Patient einen Blutdruck von 190 hat, der wird immer eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz, aber wenn das Blutdruck richtig eingestellt ist, vielleicht hat er eine mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz. Deswegen, ich habe schon geschrieben, nicht nur konservative Therapie, wie die Leitlinie empfiehlt, optimale medikamentöse Therapie einstellen, optimieren und danach Reevaluation. Und danach später kann sein, dass auch eine Patientin, die wird nur von Intervention profitieren. Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung auch, ja. Aber man muss vorher die Medikamente richtig optimieren. Und danach Reevaluation. Ich habe nicht geschrieben, nur konservativ.
Ich kann es auch nochmal. Ich glaube, die Patientin hat kein SGLT-Hämmer gehabt. Auch dazu. Ich habe hier geschrieben, Therapie optimieren und Reevaluation, wie die Leitlinien. Therapie optimieren und Reevaluation. Das bedeutet, wir müssen erstmal die Medikamente optimieren und danach Reevaluation. Genauso wie sagt die Leitlinie. Erstmal 100% die Therapie optimieren und danach Reevaluation. Und kann sein, wie 60% von der Fälle, das passiert, dass man danach eine Intervention macht. Aber bevor ich sofort eine Intervention mache, muss ich den Blutdruck einstellen, muss ich die Patienten auch Diuretikum geben und danach entscheide. Genau, und es ist, glaube ich, auch wichtig für die Planung, Mitral, Clipping oder Pascal, dass die Patienten mindestens einmal stationär dekompensiert waren. Also bei vielen Kliniken ist das sogar eine Voraussetzung, dass sie einmal dekompensiert waren, also richtig dekompensiert mit Indikation für IV-Diuretika, dass man überhaupt von Edge-to-Edge-Therapie spricht. Es gibt noch im Chat eine Frage, bevor ich diese Frage vorlese. Mhm. Du hast das Thema Training, Ausbildung, interventionelle Klappentherapie. Und du hast gesagt, Mindesterfahrung in der interventionellen Kardiologie, also PCI und Koronartherapie, muss vorhanden sein. Wann ist deiner Meinung nach die optimale Zeit, dass man sagt, okay, jetzt habe ich schon jetzt genug Erfahrung, ich kann jetzt schon mit der Klappentherapie anfangen? Weil die Rhythmologen, die haben schon zum Beispiel einen anderen Karrieregang oder Weg, dass sie manchmal von Anfang an Rhythmologen werden und andere Themen der Kardiologie nicht unbedingt gut kennenlernen. Aber meinst du, man muss ein sehr guter interventioneller Kardiologe sein, bevor man das macht? Oder wann ist der richtige Zeitpunkt für dich? Ja, ich hab auch von Anfang auch schon erzählt, man muss auch die BCI können. Man muss nicht irgendwie Hauptstämme können, man muss nicht irgendwie Embella platzieren können. Aber sehr wichtig, dass man auch, je nach Volumen sicher, je nach, wenn zum Beispiel jemand irgendwie ein Choro pro Woche mache oder jemand anders machte 10 Choro pro Tag, ist es anders, je nach Volumen. Aber für mich ist sehr wichtig, bevor man die Klappenintervention anfängt, dass man die Komplikationsmanagement beherrscht. Dass man weiß, wenn hier eine Kardialtamponade passiert, dass man sofort punktieren kann. Wenn zum Beispiel Clip, du weißt das, wenn der Clip irgendwie disloziert, dass man sofort Snare reintun und dann den Clip raushört. Oder zum Beispiel, wenn es irgendwie während der TAVI-Implantation einen Koronarverschluss habe, kann ich sofort eine Herzkatheter, kann ich sofort meine Interventionkatheter platziere und kann ich sofort die Intervention durchführen. Deswegen, für mich mindestens ist 24 Monate vielleicht. Man muss ein Herzkatheterlabor da sein. Und dass man diese Komplikationsmanagement beherrschen kann, A, und B, wenn etwas passiert, dass man ruhig bleibt. Dass man zum Beispiel, habe ich eine TAVI implantiert, Hauptstamm ist zu, ich weiß ganz genau, ich habe fast 100 Hauptstämme interveniert und ich weiß, ich kann meine Draht reintun, ich kann intervenieren. Und es wird diskutiert, weil ich kenne auch viele Orte, die Hirnchirurgen machen das. Und die machen die TAVI, die machen die Mitraclip. Aber ich bin sicher, es gibt auch Fälle, die brauchen Kardiologen. Es gibt auch Fälle, die sagen, stopp, hier, ich kann nicht weiter, ich brauche jemanden an Tisch, der intervenieren kann, weil hier habe ich eine Hauptstammstenose. Und ich finde, das so darf man nicht so versagen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, man muss eine bereit absolvierte, akzeptable Koronarintervention Ausbildung hat, dass man sagt, wenn etwas passiert, ich kann das alleine machen. Ja, genau. Du hast die Hauptstammerfahrung am Anfang ausgeschlossen, aber danach dann doch wieder aufgenommen. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sehr gut Hauptstamminterventionen können muss. Ich meine, vor allem bei TAVI. Ja, ich meine beim Hauptstammintervention, ich meine nur, dass nicht nur irgendwie nach TAVI-Implantation, dass man irgendwie Deka-Crush-Stent implantiert oder irgendwie eine Deka-Nano-Crush interveniert. Aber dass man eine Bailout-Situation schon retten kann. Ich meine einfach nur, dass man Draht rein tut, dass man auch Ballon, dass man Stent implantiert. Zu nur, dass der Patient nicht stirbt. Das meine ich. Okay. Und jetzt kommen wir auf einen Wunsch aus dem Chat. Jemand wünscht sich mehr über das Thema Mentor. Wie kann man einen Mentor finden und wie kann ich als Assistenzarzt für diese Phase vorbereiten? Sie wissen schon, wie viel Konkurrenz gibt, zum Beispiel mehr Forschung, Zusatzbezeichnung. Können Sie bitte über Ihren persönlichen Weg sprechen? Danke.
Ich glaube, ja, es ist leider, wir haben schon letztes Mal auch schon anders schon gesprochen, wir haben leider in Deutschland keine klare Ausbildungskonzept, dass man nicht irgendwie in ein Fellowship-Programm reingeht, sagt, ich will jetzt hier nur Klappenintervention lernen, nach meiner interventionelle Kardiologie. Und es gibt verschiedene Wege. A, kann man in eine Arbeitsgruppe reingehen, wo der Mentor, es ist richtig in ein Hauptgeschäft, in ein Klappenprogramm, dass man auch Forschungsprojekte mitmacht. Das ist einfach alle Vorlage, wenn er irgendwie in ein Herzkatheterlabor reingeht, dass man sagt, ja, ich bin in einer Arbeitsgruppe mit jemand XY, der kann diese Klappenintervention, dann komme ich langsam rein. Beim AV-Klappen, dass man durch die transesophageale Echokardiographie, dass man reingehen kann. Ich sage auch, das ist auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel eine sehr gute TEE macht, wird langsam in eine interventionelle Echokardiographie reinkommt und vielleicht später an Tisch. Das bedeutet, dass man auch die Vorbereitung, Diagnostik sehr gut kann. Wenn ich zum Beispiel sehr gut CT-TAVI machen kann und in einer Sitzung mit meinem Oberarzt und meinem Chef sage, hier ist besser, wenn ich diesen Zugang nehme, hier ist besser, wenn ich diese Prothese nehme, weil ich habe schon verstanden, was bedeutet CT-TAVI, dann werde ich langsam in eine TAVI-Implantation am Tisch kommen. Das will ich dann assistieren. Und ich finde, Assistenzarzt, sofort Klappenintervention, ich glaube, ist schwierig, als Assistenzarzt sofort Klappen intervenieren. Aber eine Vorbereitungsphase, wo ich das gesagt habe, diese Stufe 1, es ist wirklich sehr einfach, dass man in Stufe 1 mitmachen kann als Assistenzarzt. Ich werde das nochmal zeigen. Indikationsstellung zur Untersuchung, Klärung die Zugangswege, das können Sie alles machen, das können Sie die Besonderheit, die Rechtsherzkatheteruntersuchung verstehen und mit dem Oberarzt diskutieren, wenn Sie Interesse haben, das ist Material kennenlernen, jeder kann Material kennenlernen, jeder kann Sie in ein Herzkatheterlabor reingehen, wenn Sie eine normale Rotation haben und sagen, ich will die Material von Mitraclip angucken, welche Schleuse benutzen wir, wie Verschlusssysteme, wie funktionieren diese Verschlusssysteme und wenn man Interesse hat, kommt sicher die zweite Schritte und das kommt dann sicher auch weiter. Genau, also hier läuft es gerade in Deutschland, wie alle wissen, eigene Motivation und viel geben, vielleicht 5 geben und 1 nehmen, das ist so fast die Regel immer, aber es klappt, also viele Kollegen schaffen das. Wobei auch an manchen Standorten gibt es einen, der TAVI macht und einen, der Clipping macht und der bleibt der und darf kein anderer dann doch dazu was lernen oder reinkommen. Aber grundsätzlich stimmt, was du sagst, Robeda, wer sich engagiert und Motivation zeigt, wird irgendwann favorisiert. Und auch dazu, Anas, ein Punkt ist auch dazu sehr wichtig. Das ist hier wie Luftballon. Man muss irgendwie ein paar Sachen wegnehmen, ein paar Sachen sagen, ja, ich will das jetzt nicht lernen, ich will in den AV-Klappen mich konzentrieren, dass ich die AV-Klappen richtig beherrschen kann und danach vielleicht später TAVI. Und das ist auch wirklich unmöglich, wenn man sagt, ich will von Anfang an alle Klappen lernen. Das geht das nicht. Man muss auf eine Klappe konzentrieren, man muss einfach wie Luftballon, man muss auch ein paar Sachen werfen, dass er nach oben geht. Und das ist genauso, finde ich, auch sehr wichtig beim Klappenintervention, dass man sagt, ich will in den nächsten 2 Jahren richtig mit Radklappen intervenieren. Und später, wenn ich das beherrsche und die Vorlage da ist oder die Situation ist für mich erlaubt, dass ich irgendwie weiter andere Klappe lerne, das kann man auch diskutieren. Aber sofort AV-Klappen und Aortenklappe ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Also es ist auch vom Ausbildungskonzept her nicht möglich. Man muss sich auf ein Konzept konzentrieren und sich damit sehr gut beschäftigen, Kongresse besuchen, Fortbildungen machen und dann erst sagen, ich bin erst Untersucher mit Mentor oder mit unter Aufsicht und dann selbstständig. Du hast das Thema Antikoagulation nach TAVI angesprochen, hast sehr schön auch dargestellt, dass im Moment alles ausgedünnt wird auf Monotherapie, ob NOAC oder Thrombozytenaggregationshemmer. Meine Frage, hast du oder wir haben manchmal das Problem Klappenthrombose nach TAVI. Man geht bis dato wahrscheinlich mit Makumar rein. Hast du Erfahrung oder neue Daten dazu? Du meinst, ich habe eine
Klappen interveniert und dann habe ich eine Thrombose. Mhm. Genau. Ja. Also orale Antikoagulation, Monotherapie, bis jetzt. Die sagen, die werden das ist auch genauso behandelt. Es gibt auch, wenn du sicher bist, dass es eine Thrombus da ist, Antikoagulation. Wenn du irgendwie eine Gradient nach Klappenintervention hast, zum Beispiel Patient hat eine nach Intervention Gradient von 10, Sie wissen alle Kollegen, 10 bis 20 ist leichtgradige Aortenklappenstenose, 20 bis 40 mittelgradige Aortenklappenstenose, höher als 40 ist hochgradige Aortenklappenstenose. Und wenn du irgendwie nach Intervention Gradient von 9 hast und kommt in Verlaufskontrolle nach 6 Monaten oder 3 Monaten Gradient von 17 und hast du TEE gemacht, hast du keine klare Thrombose gesehen, dann hier, es gibt keine klare Empfehlung der Leitlinie, aber die Erfahrung sagt, und es auch viele Studien laufen und bis jetzt, geben die DAP-Therapie. As plus Blavix. Aber wenn das klare Thrombus da ist, orale Antikoagulation. Genauso genau, wie Vorhofflimmern. Es ist auch genau. Schon produziert. Ja, genau. Nur, also auch, was ich weiß, dass man diesen Thrombus erst, also man darf erst sagen, gibt es Thrombus oder nicht, wenn man auch CT gemacht hat. Also CT, alles. Genau. Und die Frage, wenn man einen Thrombus sieht, ist das immer noch so, dass man Marcumar nur geben darf oder kann man auch Noah geben? Ja, ich gebe auch Noah. Es ist nicht zugelassen bis jetzt, ist genauso beim LV-Thrombus, läuft auch bei Studien, zum Beispiel vorher war beim LV-Thrombus nur Marcumar. Wir haben eine Studie angefangen, wir sind insgesamt 20 Zentren, 18 von denen sind Uni in Deutschland und wir haben da beim LV-Thrombus nur gegeben und wir haben wirklich super Ergebnisse bis jetzt. Wir haben wirklich super Ergebnisse. Und deswegen, meiner Meinung nach, kann man auch nur geben. Ist genauso wie beim Prothese, beim Aortenklappeninsuffizienz, ist nicht zugelassen, kommt langsam in der Leitlinie. Aber meiner Meinung nach kann man nur geben auch. Okay, also es gibt hier unterschiedliche Meinungen dazu, glaube ich. Es gibt Experten, die wirklich nur bis dato nur Marcumar geben. Genauso wie LV-Thrombus. Ja, es gibt LV-Thrombus hat, wie du gesagt hast, bessere Daten im Moment, Rivaroxaban und NOAC. Es gibt auch Kollegen wie du, großzügig, die geben auch NOAC und probieren halt, aber dann muss, ob sehr das wichtig, funktioniert. Sehr wichtig, entweder eine Studie und machst, oder Patient wird das jetzt einfach sagen, ja, ich will das mitmachen. Als Off-Label. Und auch die beide Therapiemöglichkeiten anbieten, ja. Genau. Ich gucke nochmal im Chat, ob wir... Anders, Oyad hat eine Frage. Oyad, ja. Nicht mehr mute. Ja, bitte. Ja, hallo alle zusammen. Vielen, vielen Dank für den umfangreichen Vortrag. Man sieht schon die großzügige Vorbereitung. Vielen Dank euch alle. Eine Frage bezüglich der interventionellen Kardiologie, der Definition der interventionellen Kardiologie. Mhm. Wann ist man ein interventioneller Kardiologe? Reicht eine Koronarangiografie überhaupt oder muss man tatsächlich auch Klappenintervention beherrschen können? Nein. Oder anders formuliert, auch nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern europaweit oder sogar amerikaweit, muss man als interventioneller Kardiologe alle Interventionen beherrschen, auch Klappen, also AV und Aorta als interventionelle Kardiologe? Nein. Es gibt auch, Anna, soll ich? Oder? Ja, bitte. Ja, es gibt auch interventionelle, Zusatzbezeichnung interventionelle Kardiologie in DGK zum Beispiel, schon in DGK. Man braucht überhaupt nicht über Klappentherapie zu reden. Das reicht, wenn Sie auch Fälle beim kardiogenen Schock, STEMI, Endstemi, Barfälle, auch Zahlen von Interventionen, sind 4 Stufen beim interventionelle Kardiologie und danach bekommen Sie diese interventionelle Zusatzbezeichnung. Und wir haben schon alle die interventionelle Zusatzbezeichnung bekommen, anders auch, wir haben schon alle bekommen, ohne Klappenintervention zu anfangen. Und das ist auch nicht nur beim DGK, ISC, die Amerikaner, das ist auch interventionelle Kardiologie, das hat mit dem Klappenintervention nichts zu tun. Das kann man auch, diese Zusatzbezeichnung bekommen, ohne Klappenintervention. Genau, im letzten Vortrag haben wir das Thema ausführlich besprochen. Vielleicht warst du, Moya, nicht dabei, aber wir haben die Voraussetzung vorgestellt und ich habe gesagt, es muss zum einen eine Ausbildungsstätte sein für interventionelle Kardiologie DGK
Und dann habe ich die Zahlen auch zusammengestellt. Die Summe kommt, glaube ich, auf 600 zwischen Corona-Angiografien und PCI. Und PCI mussten verschiedener Art sein, also Hauptstämme, komplex und einfach. Drittel muss Notfälle sein, STEMI, INSTEMI. Und dann ist man interventioneller Kardiologe, Punkt, aus, fertig. Also man braucht dann keine weiteren Interventionsverfahren zu können, um interventioneller Kardiologe zu sein. Aber für TAVI und Klappen gibt es oder läuft im Moment auch Zertifizierung. Es gibt TAVI-Zertifikat, es gibt vor allem für Städte, für Krankenhäuser, aber das wird nach und nach auch... Du meinst Anastavi-Zentren und so, das ist mein auch. Genau, also es ist immer noch bei Zentren, aber es wird auch irgendwann kommen, dass auch Menschen dieses Zertifikat bekommen. Und es gibt auch die Zertifizierung nach Workshops. Also man kriegt diese Fortbildung TAVI irgendwann und dann kriegt auch, macht 50 Fälle, glaube ich. Kannst du mich korrigieren, Arbeida? Und Je nach genau, und dann kriegt man Zertifizierung für diese Prothese zum Beispiel. Das ist auch das Gleiche bei Ella Okluda zum Beispiel. Ich glaube, man braucht 10 Fälle bei PFO Okluda. Und bei Clipping. Aber man ist interventioneller Kardiologe sowieso ohne diese Zertifikate. Genau, dass man Zertifizierung, Workshops und genau, je nach Prothese kommen die Zahlen. Genau. Genau. Moayad, hast du noch eine Frage? Das war's. Vielen Dank. Nicht zu danken. Gerne, gerne. Vielen Dank für die Frage. Das Thema hat, glaube ich, kein Ende. Ich hatte auch andere Themen anzuregen. Vielleicht auch kurzes Wort zu. Im Moment läuft eine Studie KHK und Aortenklappenstenose. Man behandelt KHK also mit Indikation für PCI, PCI vor oder nach TAVI. Das wird, glaube ich, noch jetzt geforscht. Hättest du irgendwas dazu zu sagen? Du meinst die Studie, die in Österreich jetzt momentan läuft, oder? Ja, glaube unter anderem, ja. Genau. Es gibt auch, die haben, ich bin der Meinung vor, dass man je nach Situation, es gibt auch, ich bin der Meinung erstmal, wenn ein Patient irgendwie fit, hat auch eine filiforme Reva-Stenose und hochgradige Aortenklappenstenose, erstmal würde ich die Reva intervenieren und danach die Klappen intervenieren. Aber es gibt auch Leute, und die sagen, nein, wenn ein Patient irgendwie 88 Jahre alt ist und er hat eine schwere KHK, mehrere Stenosen, dass man sagt, ich werde erst TAVI jetzt implantieren und später die KHK intervenieren. Vorteile, Nachteile, aber meiner Meinung nach Intervention und danach TAVI, weil man weiß, während der TAVI-Implantation mikroembolische Verschlüsse und kann sein, beim filiformen Stenose das passiert, dass man auch TAVI implantiert, diese filiforme Stenose, danach ist es Riva ist zu, da musst du notfallmäßig intervenieren. Und notfallmäßig Intervention, nach Klappenintervention ist es immer nicht schön, du weißt das, Hannes, und das ist wirklich, deswegen für mich gehört dazu, als Vorbereitungspaket, dass man sagt, ich mache die filiforme Stenosen, hochgradige Stenosen, und danach mache ich die Klappenintervention. Ich glaube, bei filiformen Stenosen ist das klar, wie du gesagt hast, aber die Komplexität dieser Entscheidung entsteht dadurch, dass man manchmal bei intermediären Stenosen, 80-70% Stenosen, man hat manchmal verfälschte FFR-Messung, wenn man eine hochgradige Aortenstenose, oder man kann die FFR-Messung nicht ganz plausibel... Da wird jetzt langsam sterben beim Aortenklappenstenose. Genau, und dann kommt die Frage, hat mein Patient, wenn er jetzt ein Patient mit Angina ist, hat mein Patient Angina durch seine Aortenstenose oder durch seine KHK? Und ich glaube, da forscht gerade diese Arbeit. Ja. Das ist wirklich sehr interessant und kommt, es gibt auch bis jetzt, sie haben auch viele, die suchen die Leute, die haben auch mehrere Zentren, ja, die haben uns auch schon kontaktiert, die suchen die Leute, die machen den zweiten Arm. Der zweite Arm ist Intervention nach TAVI. Viele, das ist auch sehr interessant, viele, die sind in der Studie rein, die haben auch viele Patienten eingeschlossen beim Intervention vor TAVI. Und die haben deutlich mehr Zahl und die suchen jetzt die Leute, die machen die Intervention nach TAVI, dass man die beim Patientenvolumen auch genauso, die beide Arme genauso Patientenzahlen haben. Und das ist auch sehr interessant, dass wir dort viele Ärzte in Deutschland oder in Europa unterwegs sind, die sagen,
erstmal Intervention und danach Davi. Das bestätigt, ja, genau, was wir gesagt haben. Die andere Gruppe ist schwieriger zu finden, das stimmt. Aber jeder, glaube ich, hat eine ja, schöne Teilnahme. Schön, dass du da bist. Danke. Und danke Aveda auch für den tollen Vortrag. Danke auch an alle. So, BCI vor, nach. Ich wollte fragen, Rhythmisierung vor oder nach. Wie wichtig ist eine Rhythmisierung im Rahmen deiner Evaluation vor Intervention? Ich wusste. Würde ich gerne. Ich wusste, so eine Frage kommt von der Rhythmologe. Ich habe es von dir oder von Same erwartet. Das ist, es ist, ich weiß, das ist Rhythmisieren, das ist auch ein heißes Thema, heiße Diskussion. Soll ich das machen? Bringt es überhaupt nicht, wenn ich der Patient ein, wenn der Patient jetzt einen Sinusrhythmus, wenn er irgendwie 10 Jahren Vorhofflimmern hat. Es ist auch sehr wichtig, auch und es auch erwähnt in der Leitlinie, du weißt das, Obeida, bei Mitragklappeninsuffizienz, dass wenn der Patient eine Vorhofflimmern hat und das ist irgendwie eher tachykal, dass man versucht, mindestens einmal nach optimale Medikamente, das bedeutet, auch wenn ich einmal TEK-Division machen. Hat nicht geklappt. Da muss ich richtig Amiodarone geben, sich den Patienten aufsättigen und danach nochmal versuchen, nochmal TEK-Division zu machen, dass es vielleicht die Mitraklamininsuffizienz besser wird, dass es auch steht in der neuen Leitlinie und gehört dazu im Rahmen von optimaler medikamentöser Therapie, dass man versucht, Sinusrhythmus zu schaffen. Das bei Mitraklamininsuffizienz und Rikuspidalklamininsuffizienz. Beim Aortenklammenstenose, ich bin der Meinung, wenn der Patient irgendwie so lange irgendwie eine bemannte Vorhofflimmern hat, der wird das ist auch sicher durch den Sinusrhythmus besser Cardiac Output haben. Wir werden das nicht streiten. Aber soll ich das irgendwie so lange versuchen mit dem TE-Kardioversion, Myokardschaden gewinnen und der Patient diese hochgradige aortenklappische Stenose, Kalk wird immer da bleiben, wird sich nicht weg. Und ich bin der Meinung, muss gemacht werden. Beim AV-Klappen, beim Aortenklappenstenose muss ich auch einen Zwischenfall akzeptieren. Ja, ja. Ich denke auch, manchmal, wenn Frequenz so, wir haben mehrmals auch Patienten, immer Frequenz 150, 160, auch selbst die Beurteilung der Aortenklappenstenose ist schwierig unter dieser Herzfrequenz. Deswegen auch hier muss man wahrscheinlich nicht so lange warten, sondern im Sinusrhythmus nochmal beurteilen und die Granten auch richtig messen. Bei AV-Klappen, ich denke auch wichtig, um zu verstehen, ist das so funktionell oder strukturell. Bei funktionell lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal zu beurteilen. Bei strukturell könnte sein, dass auch Vorhofflimmern nur ein Teil, aber nicht das gesamte Problem. 100%. Ja. 100%. Auch wenn ich eine Flehl habe und primäre Mitraklappeninsuffizienz. Genau, dann auch Beseitigung des Vorhofflimmerns wird wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Und auch dazu, wenn ein Patient irgendwie mit Herzfrequenz 160 unterwegs ist, das ist das, dann macht keinen Sinn, dass ich auch eine Schlagvolumen messe beim TTE. Weil ich weiß ganz genau, wenn es beim 116 Herzfrequenz ist, dann kommt die Schlagvolumen weniger, weil ich habe nicht so viel Schlagvolumen durch die Herzfrequenz und dann kommt die falsche Messung beim Klappenöffnen. Ja. Und beim Vorbereitung der Diagnostik muss der Patient Normofrequenz sein. Ich habe gemeint, beim Aortenklappenstenose, Normofrequenz, Vorhofflimmern. Und wie lange wartest du zum Beispiel, hat der Patient Vorhofflimmern, du hast ihn kardiovertiert, rhythmisiert und hat auch hochgradige Mitralklappeninsuffizienz. Wie lange wartest du dann nochmal zu beurteilen, nochmal das Echo zu machen? Sechs Wochen. Genau. Sechs Wochen, wenn der Patient keine andere akute Beschwerden hat. Wenn der Patient sich irgendwie trotz die optimale Therapie, trotz die optimale Herzfrequenz, kommt irgendwie eine Woche später mit Beinödeme oder kommt mit Luftnot, dann muss ich nicht so lange warten. Dann bringt das nicht. Dann muss es auch intervenieren und behandeln. Genau, das ist was mit der Frage von Abdullah Abdo. Der hat auch schon auch gefragt, bringt das überhaupt, dass ich hier konservative fahre? Deswegen, man muss optimieren,
und reevaluieren. Und kann sein, nach einer Woche muss ich intervenieren oder kann sein, nach 6 Wochen oder vielleicht nach 6 Wochen später, Patienten hat keine Beschwerden mehr, hat BMB ist deutlich runtergegangen, hat keine Beinödeme und die ME ist reduziert und deswegen muss ich einfach konservativ weiterfahren, vielleicht. Ich will dich weiter ausmachen, aber jetzt selber Frage stellen. Was hältst du vor Pulmonalvenenisolation im Rahmen oder bei Vorhandensein von Klappenproblemen? Also mittelgradige MI oder mittelgradige Aortenstenose? So mittelgradig, wenn das jetzt nicht so unbedingt zur Intervention soll. Ich denke, wenn wir denken, dass quasi das Vorhofflimmern mindestens ein Teil des Problems, würde ich dann klar empfehlen. Das Problem auch manchmal, die Patienten, die auch chronische Mitralklappeninsuffizienz haben, auch große Vorhofe, da die Ergebnisse auch sind nicht so ganz okay. Bei uns wahrscheinlich, wir haben auch ein bisschen luxuriöse Option, dass wir zur Chirurgie schicken. Die machen dann Cryomace plus Mitralklappen, dann Rekonstruktion. Wenn die Patienten operierbar sind. Die machen das sind. Auch, wenn das nur, na klar, klar, wenn die operierbar sind. Wenn die nicht und die Klappe so grenzwertig, wir machen Retinisierung, beurteilen wir nochmal die Klappe, wenn jetzt von hochergradig auf mittelgradig, dann machen wir die Ablation und bleibt der Patient dann zu regelmäßiger Echokontrolle, nicht unbedingt bei uns, sondern bei dem Kardiologen. Und später irgendwann, wenn das jetzt zunimmt, dann zur Intervention, zu Clipping. Also es gelingt uns, glaube ich, allen nicht immer zu wissen, ist das erste primäre Problem das Vorhofflimmern und deswegen höhergradige MI oder die MI. Und deswegen vorkommen. Ja. Es ist nicht immer einfach abgrenzbar. Nein, nein. Deswegen ist auch wichtig zu verstehen, hat der Patient zum Beispiel DCM und DEF deswegen so schlecht? Die Ringdilatation ist wegen DCM und nicht von Vorhofflimmern. Das zu verstehen ist auch wichtig. Oder andersrum ist DEF jetzt eingeschränkt, weil er Tachykardiomyopathie hat. Der Ventrikel ist nicht so massiv dilatiert. Da hilft sehr gut auch Rhythmisierung. Nochmal Beurteilung, ist alles stabil, dann kommt zu Ablation. Korrekt. Schön. Okay, vielen Dank. Ja, danke auch. Danke dir, dass du da bist. Ja, ich gucke nochmal im Chat, haben wir da fragt